Ich habe es ja eben schon angekündigt in dem Gespräch mit unserem Korrespondenten, dass wir gleich auch mit einem deutschen Politiker sprechen wollen. Und das tun wir jetzt. Wir sind nämlich telefonisch verbunden mit dem Bundestagsabgeordneten Hans Michelbach von der CSU. Schönen guten Hallo. Tag. Guten Tag. Was erwarten Sie denn von dieser heutigen Debatte im griechischen Parlament? Ja gut, die Entwicklungen in Griechenland haben uns ja in den vergangenen Jahren wiederholt vor schwierige Entscheidungen gestellt, die das griechische Parlament muss zunächst einmal liefern. Und dann haben wir die schwierige Entscheidung, auch im Deutschen Bundestag zuzustimmen oder abzulehnen. Ich glaube, wir tun gut daran, klare Bewertungen durchzuführen. Wird die Schuldentragfähigkeit erreicht? Wie hoch ist der Finanzbedarf wirklich? Wird der Privatisierungsfonds geschaffen? Wird die Sanierung des Finanzmarktes mit den Banken erreicht? Wird der IWF auch weiter dabei bleiben? Gibt es oder muss es einen Schuldenerlass geben? Alles diese Fragen müssen natürlich vom Parlament, von uns aus im Deutschen Bundestag intensiv geprüft werden. Das Memorandum of Understanding hat ja teilweise Kommentierungen schon gegeben. Ich habe das auch geprüft. Ich komme nur dreimal zu dem Prüfungsergebnis, dass die Vorgaben des Juli-Ratsgipfels erfüllt werden. Viermal teilweise erfüllt, zweimal gar nicht. Es gibt also nach wie vor intensive Prüfungsnotwendigkeit. Und ein Hilfsprogramm ist ja nur dann sinnvoll, wenn es nachhaltig um Hilfe zur Selbsthilfe geht und das gemeinsame Ziel, die Rückgewinnung der Handlungsfähigkeit in Griechenland selbst, auch entsteht. Das sind die Voraussetzungen und da kann man nicht locker drüber weggehen. Herr Michelbach, wir haben eben schon ein paar Bilder auch aus dem Bundestag gesehen. Da ist ja nun gerade Sommerpause. Sehr, sehr bald, zeitnah, muss der Bundestag abstimmen. Wie werden Sie denn abstimmen? Ja, wir haben also heute die Unterlagen bekommen, die 29 Seiten in Englisch. Wir haben natürlich auch eine Bewertung des Finanzministers Wolfgang Schäuble. Das sieht nicht optimal aus. Also es ist wirklich so, dass man sehr skeptisch bleiben muss. Die Reformen werden nicht voll umgesetzt, wie sie im Juli-Gipfel vorgesehen waren. Und mehrere Vorgaben werden eben nur teilweise erfüllt. Es gibt also Differenzen und deswegen muss man schon sehen, wird es einen Beschluss geben, dass man gutes Geld aus Deutschland einer schwierigen, sehr risikoreichen Sache hinterhergibt. Fühlen Sie sich denn durch den knappen Zeitplan jetzt unter Druck gesetzt? Gut, wir sind gewählt, um hier Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen das intensiv prüfen. Dafür sind wir auch im Finanzausschuss, im Haushaltsausschuss immer wieder bereit. Das ist unsere Aufgabe, da haben wir Erfahrung. Ich bin selbst 21 Jahre Mitglied des Finanzausschusses und des Haushaltsausschusses. Man hat schon einiges erlebt. Wir sind in der Lage zu prüfen und die Frage zu stellen, werden hier grundlegende Reformen durchgeführt? Wird die Sanierung des griechischen Finanzsektors möglich? Und deswegen muss man jetzt natürlich auch Nachtschichten einlegen. Ich denke, wir sind Montag sprechfähig und werden dann natürlich auch in den Gremien beraten. Aber die Skepsis bleibt, muss man ganz deutlich sagen. Ich sehe mich auch nie als Abweichler, sondern eher als Kämpfer für die ökonomische Vernunft. Aber es gab ja, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, es gab ja schon bei der grundsätzlichen Abstimmung letztens eine ganze Menge Abweichler. Und es gab ja sogar die Ankündigung des Rücktritts des Vorsitzenden des Innenausschusses von Wolfgang Bosbach. Es gibt ja durchaus eine Menge Skepsis. Und ich höre ja auch aus Ihren Ausführungen jetzt sehr, sehr viel Skepsis heraus. Ja, wir sind natürlich deshalb auch mit großer Skepsis unterwegs, weil wir ja immer wieder erleben, dass gerade die EU-Kommission mit dem Präsident Juncker alles versucht, einen politischen Kompromiss zu erzielen, der dann auch nicht das Wahre ist. Und ich glaube, wir dürfen alles tun, nur keinen faulen Kompromiss durchführen. Wenn man das positiv beschließt, dann muss man den Wählerinnen und Wählern in Deutschland, den Bürgern auch deutlich sagen,
um was es sich dreht, nämlich um eine Transferunion, teilweise um eine verstärkte Haftungs- und Schuldenunion. Auch das muss den Bürgern ehrlich gesagt werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man Verantwortung klar und deutlich analysiert. Und das werden wir bis zur nächsten Woche sicher tun müssen. Sagt der CSU-Politiker Hans Michelbach. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute.